5 vor 9, guten Morgen, liebe Zuschauer. Morgen. Charlotte Kalinda ist da, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt eingeschaltet, das Fernsehen, weil wir nämlich jetzt unsere beliebte Speed-Dating-Runde mit der Wissenschaft haben. Ja. Alltagsweisheiten. In unserer Rubrik zum Thema Gesundheit, stimmt es das? Angeberwissen fürs Büro. So nämlich. Frage Nummer 1, liebe Charlotte. Ja? Stimmt es, dass du heute Geburtstag hast? ja, das stimmt. Alles 29. Gute, Schatz. Dankeschön. Oh, toll. Seit 20 Jahren feiere ich jetzt hier Geburtstag. Siehst du, das finde ich gut. Ja. Okay. Kommen wir zur wirklichen Rubrik. Du hast wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Fragen. Stimmt es, dass in Meerrettich mehr Vitamin C steckt als in Zitronen? Ja, das stimmt. Und zwar genau doppelt so viel. Zitrone ungefähr 50 Milligramm. Meerrettich 114 ungefähr. Und man braucht am Tag 100. Also das heißt, immer rein mit dem Meerrettich. Schmeckt halt so, ja, ist Geschmackssache. Magst du's? Ja, ich find's super. Genau, also das ist ein Immunbooster und bei Infekten auch. Also immer schön prophylaktisch rein damit. Der nächste bitte. Sehr gerne. Stimmt es, dass man im Winter mehr Lust auf Sex hat als im Sommer? Oh, das Schäferstündchen. Ja, das ist tatsächlich auch so. Dann würde man ja denken, das Gegenteil ist der Fall. Ne? Weil im Sommer entspannen sich die Menschen. Nee, es ist so, man erklärt es damit, das ist auch ein bisschen witzig nämlich, dass im Sommer so viel nackte Haut zu sehen ist, ja, dass man da eh immer viel zu sehen bekommt. Und im Winter ist alles so verpackt. Und dementsprechend fördert das sozusagen das Begehren danach. Ja? Das heißt, Pudelmütze und Schal ist sozusagen Erotik-Klamotte. Wie bei Weihnachten. Man kennt man aber auspacken. Ja auch von Socken. Ne? Socken führen ja auch dazu, dass das verbessert ist. Und genau. Also, Socken verbessern, dass man mehr Lust hat? Dass man mehr, dass man ein besseres Liebesleben hat, wenn man echt? Socken im Bett trägt. Ja, das habe ich schon mal. Wer macht das denn? Ja, das, na gut. Der nächste bitte. Stimmt es, dass man sein Smartphone nicht mit auf die Toilette nehmen soll? Das ist absolut richtig, aus zweierlei Gründen. Einerseits herrschen dort natürlich in diesem Milieu, flattern sehr viele Bakterien rum, die sich auf das Telefon setzen. Und dann ist es so, dass ganz viele Menschen immer schön auf der Toilette Nachrichten schreiben und sich dann und so. Und dann, bevor sie Hände waschen, das Telefon anfassen, dann diese E. coli-Bakterien sich verbreiten. Ja, ist ein bisschen ekelhaft jetzt, tut mir leid, aber deswegen also Handy lieber draußen lassen, Hände waschen und dann wieder Nachrichten schreiben. Freundschaftlicher Tipp, mein Handy liegt 10 cm von dir entfernt, ich würde Abstand nehmen. Oh nein. Ne, der nächste bitte. Stimmt es, dass auch Männer in die Wechseljahre kommen? Ja, die berühmte Andropause, von der wissen nur sehr wenig Menschen. Ja, die Andropause. Im Gegensatz zur Menopause kommt sie aber schleichend und hängt mit dem sinkenden Testosteronspiegel zusammen. Also du bist noch nicht so in Gefahr. Zwischen 50 und 60 geht es meist los. Viele Frauen sagen, mein Mann hat das aber schon seit 30 Jahren. Also das ist irgendwie offensichtlich, bringt das bei manchen auch früher an. Und ja, ist halt einfach so. Spätestens, der nächste, wenn er eine neue Lederjacke hat, dann wissen Sie es in der Andropause. Stimmt es, dass Tequila Pause. Gut für die Knochen ist? Ja, da gibt es diese blaue Agave, die ja die Tequila-Agave ist. Und die soll die Aufnahme von Calcium und Magnesium ins Blut verbessern. Haben Forscher jetzt rausgefunden. Also das stimmt. Bei einer tollen, durchzechten Nacht. Vielen Dank. Damit sind wir schon ratzfatz durch. Ist ja, wir sind schon durch.